fahre jetzt da schon langsam ran und... Leute, heute müssen wir über Fehlerstromschutzschalter sprechen. Wie wichtig es ist, dass diese mechanisch auslösen können. Ich habe hier nur einen Pol angeschlossen, eine Phase, weil es kursieren da nämlich diverseste Kinderprodukte, die was nämlich auf dieser Seite einen Line-Anschluss haben, beziehungsweise mit Line gekennzeichnet sind. Und diese mit dieser Line-Kennzeichnung haben eine sogenannte elektronische Auslösung und sind bei uns auch nicht zugelassen und nebenbei auch richtig lebensgefährlich. Warum diese Dinger lebensgefährlich sind, werden wir sehen anhand dieses Testing. Ich habe hier eine Glühlampe mit 40 Watt vorbereitet und wie man schon schön sieht, ist hier im Prinzip die zweite Ader auf einer Krokodilklemme ausgelegt. Der Grund, wieso ich das Ganze jetzt mache, hat damit zu tun, wir haben ja diese super billigen Dr. Volt Stromverteiler entdeckt, die was aktuell für 95 Euro auf Amazon zu bekommen sind. Und Freunde, diese Dinger sind eine absolute Wucht, haben Bars, CE-Steckverbindungen und Bars, muss ich schon sagen, ich hatte eine mobile Stromversorgungsfirma, das heißt, ich habe über 14 Jahre lang mit Stromaggregate und Co. bei Veranstaltungen, Baustellen temporär Energie geliefert. Und da habe ich natürlich dann gleich einmal rausfinden können, ab was für eine CE-Steckverbindung dann für auf Sicht was ist. Das zum Beispiel ist eine Steckverbindung, die habe ich seinerzeit im Jahr 2014 gekauft und die haben seinerzeit um die 18 Euro gekostet. Und heute bekommt man für 95 Euro einen Verteiler, da ist schon so eine Steckverbindung drauf, ein 5x4er Anschlusskabel und ein Fehlerstromschutzschalter, wo wir den heute genau untersuchen werden, ob auch dieser normgerecht mechanisch auslöst, ohne dass gleich jemand tot ist. Ein perfektes Video, worum es da geht, mit dieser elektronischen und mechanischen Auslösung, blende ich jetzt hier in der Videobeschreibung ein, nämlich der Kanal Freunde des Stroms hat das dort perfekt erklärt. Ich möchte jetzt nicht so ausführlich darauf eingehen, weil es einfach eine kleine Wissenschaft ist. Fehlerstromschutzschalter sind sowieso eine kleine Wissenschaft. Natürlich gibt es dann auch ein Insight, weil es natürlich uns interessiert hat, was man damit machen kann. 95 Euro, liebe Freunde, also... Vier Steckdosen, alleine wenn du irgendeine amtliche Dreifach-Aufputz-Steckdosen-Kombination bei uns im Baumarkt kaufst, Fabrikat Berka, bist du zwischen 40 bis 50 Euro los. Die ganzen Einbauten brauchen wir dann sowieso nicht quatschen. Bei uns kostet ein dreipoliger Leitungsschutzschalter, wenn du zum Beispiel vom Fabrikat Eaton einen kaufst. Im Baumarkt der dreipolige gleich einmal auch um die 36 Euro. Und bei den vierpoligen mit N-Leiter, da drehen sie dann sowieso komplett durch im Baumarkt. Die gehen dann rauf Richtung 60 bis 80 Euro. Also das kostet richtig Kohle. Sprich, ein vierpoliger Sicherungsautomat, sprechen wir mal rund 60 Euro. Und hier bekommst du natürlich schon in dreipoliger Ausführung, aber mit Fehlerstrom, Schutzschalter und Co. das Ganze für sage und schreibe 95 Euro. Also ein Insight gibt es auch. Aber vorab... Noch einmal, ich empfehle euch das Video von dem Kanal Freunde des Stroms. Checken wir jetzt ein wenig das Ganze rund um der mechanischen Auslösung. Ein Fehlerstromschutzschalter, und ich gebe es jetzt ehrlich zu, muss in dieser Anschlussweise, dass nur ein Leiter, eine Phase angeschlossen ist, auch selbstständig auslösen. Ist ja auch irgendwo vollkommen klar. Wir haben jetzt folgendes Szenario. Sagen wir mal, das ist ein normaler Hausverteiler, ja? Der ist aber insofern schön, weil es ein Steckdosenkombinationsverteiler ist, dass wir die Steckdosen sehen. Aber jetzt haben wir das Problem bei der Zuleitung von deinem Haus oder zu deiner Gartenhütte, scheißegal, ist im Prinzip Neutralleiter und PE-Leiter, die sind im Prinzip abgegraben geworden, egal was, es ist ein Kabelbruch passiert, dass blöderweise nur mehr ein Außenleiter oder zwei Außenleiter, scheißegal, hier beim Fehlerstromschutzschalter angeschlossen sind, beziehungsweise eine Versorgung darstellen. Das heißt natürlich, wenn die ganzen Sicherungsautomaten eingeschaltet sind, dass dann der Außenleiter, früher auch Phase genannt, hier ansteht. So, und jetzt haben wir halt den schlimmsten Fall der Fälle. Du steckst ein Kabel an, brüchiges altes Kabel, möchtest gerade mit der elektrischen Heckenschere oder schieß mich tot, mit irgendetwas hantieren und das Kabel ist auch noch defekt. Kann ja natürlich passieren, so wie es bei Mr. Mining üblich ist. Du hantierst halt mit irgendwelchen alten, fertiggefahrenen Kabeln, wo im Prinzip dann die porös geworden sind und dann steht hier eine Phase an. Gut, du bist gerade mit deinem Gerät, sagen wir mal, das ist jetzt symbolisch jetzt die Leitung von unserem Gerät. Du hantierst gerade mit diesem Gerät und kommst da über der Leitung zum Beispiel in den Stromkreis rein oder das Gerät hat Schutzklasse 1 ist mit einem Metallgehäuse und du bekommst den Strom.
Logischerweise, weil ja eine Phase über den Fehlerstromschutzschalter durchgeschaltet wird, wo du angesteckt hast, ja auch die Energie bis zu deinem Verbraucher geliefert wird. Zwar funktioniert das Gerät nicht, weil der Endleiter und Co. quasi nicht vorhanden sind, aber die Phase, sprich Außenleiter, stehen am Gerät an und im Zuge deines Schicksals, eine extreme Verkettung an Ereignissen, hattest du gerade das Pech, dass dein Gerät einen Defekt hat. So, jetzt bekommst du natürlich eine ordentliche gewaschen, weil du ja gerade indirekt in den Stromkreis reinkommst. Wir haben ein geerdetes Stromnetz, das heißt, du stehst ja auf der Erde. Der Erdleiter im Prinzip ist unser PEN-Leiter, unser PEN-Leiter, weil er bei der Trafostation, weil sonst würde unser Schutzmaßnahmenkonzept mit dem Fehlerstromschutzschalter ja nicht funktionieren, bei der Trafostation ist ja der N-Leiter, sprich Sternpunkt, geerdet. Deswegen sagen wir Elektriker auch, vom EVU kommt ein sogenannter PEN, ein PEN-Leiter. Da geht es auch immer um diese ominösen Nullungsbrücke. Aber jetzt hören wir ein bisschen auf mit den extrem technischen Gesülz. Für dich jetzt zum Verständnis, du kommst indirekt in den Stromkreis rein. Das ist dann keine Kleinigkeit. Ja, der Fehlerstromschutzschalter, das habe ich auch nicht gewusst unter diesem Szenario, obwohl ich jetzt schon 27 Jahre im Job bin und ich würde sagen 100.000 Fehlerstromschutzschalter sicher schon überprüft hat, muss eine mechanische Auslösung haben. Das heißt, er muss die Energie gespeichert haben, dass er trotz diesem Szenario, und wir gehen jetzt zurück zu meinem Arbeitsplatz, trotz diesem Szenario, was ich hier jetzt gerade aufgebaut habe, die Glühbirne symbolisiert halt in dem Fall den Verbraucher und er muss in diesem Fall auslösen. Damit ich das Ganze darstellen konnte, fahre ich gerade hier über den Generatorport von meinem Dieninverter. Den habe ich hier jetzt da auf On-Grid geschaltet. Das heißt, ich brauche eine genullte Stromversorgungsmöglichkeit. Es wird in diesem Fall mir den Haupt-FI schmeißen vom Dieninverter. Der Die wird dann hoffentlich sofort auf Notstrom umschalten. Nur für euer Verständnis, wie ich es gemacht habe, damit ich hier überhaupt die Möglichkeit hatte, eine Art Nullung darzustellen. Also wir sehen es, Smart On-Grid Always On. Das heißt, für dieses Testing habe ich hier jetzt der 400 Volt anstehen und ich fahre halt da mit einer Phase jetzt runter zu diesem Fehlerstromschutzschalter. Logischerweise, der Testbutton kann nicht funktionieren, weil der Testbutton, wenn man dann schaut, ich muss nur aufpassen, dass man jetzt selber nicht elektrifiziert, sieht man hier sehr schön in diesem Schaltschema zwischen Pin 1 und Pin N, Schrägstrich 6 oder 8. 8 soll das heißen, ist im Prinzip der Widerstand für den Testbutton. Das ist ja nur ein Widerstand, der was hier um der Summenstromwandlerspule herumgeschaltet ist, damit man eben auch dieses Gerät testen kann. Kann ja nicht funktionieren, die zweite Leitung ist nicht vorhanden. Achtung, Achtung, dieser Typ ist nicht mehr zugelassen, ist ein AC, obwohl spannenderweise der noch die letzte ÖVE-Kennzeichnung E8601 hat. Wahnsinn, dass sein Zeugs noch bei uns verkauft wird. Das heißt, der ist noch gar keine 3-4 Jahre alt, dieser Fehlerstromschutzschalter. Aber wieder Randnews, alles sehr komplex. So, und jetzt wird spannend. Jetzt haltet euch fest, liebe Leute. Ich habe jetzt nicht wie der Kanal Freunde des Stroms einen falschen FI-Schutzschalter da, was leider auf Amazon und Co. sehr oft verkauft werden. Deswegen noch einmal Hinweis, bitte das Video gucken. Ich fahre jetzt da hier auf meinen Metallgestell. Ja, das heißt, dieses Gestell ist ja auf PE geerdet mit meinem Dieninverter und mit meiner Anlage. Wenn es jetzt drüben den Fehlerstromschutzschalter rausschmeißt, muss die Nullungsbrücke von der Off-Grid-Funktion, da habe ich auch schon ein Video gemacht, hier der Dieninverter machen. Das heißt, dieser PE ist zugleich auch N, ist dann technisch betrachtet ein PEN-Leiter. Erde und N sind durch der Sternpunktverbindung Nullungsbrücke miteinander verbunden. Aber wie schwierig es auch immer ist, allein das zu zeigen, am besten ist, ich halte jetzt diesen Draht einmal. Das jetzt bitte zu Hause nicht nachmachen, diese Krokodilkämme ist isoliert, da unten haben wir unser Lämpchen, der FI ist ein und ich muss jetzt da kurz aus dem Fokus der Kamera gehen, aber dass es mir glaubt, ich fahre jetzt da schön langsam ran und ihr habt es gesehen, Energie war vorhanden, es hat kurz das Licht geleuchtet und coolerweise, wie es auch in der Vorschrift gefordert ist, was ich nicht wusste, ja, dass das auch klappt mit nur einem angeschlossenen Außenleiter durch der gespeicherten mechanischen Energie hat hier das Schaltwerk ausgelöst. Also großartig. Ergo passt einmal dieser Eaton FI absolut. Jetzt da habe ich aktuell für 34 Euro Eaton FI auf Amazon einen ganzen Arsch voll gekauft, weil wir einfach bei uns in Österreich
diese nicht um dieses Geld bekommen. Das heißt, wenn ich diesen FI bei mir in meinen Elektrofachhandel kaufe, unter 50 Euro brutto bekomme ich den nicht. Wir zahlen sogar, das ist bei uns der Standard FI, was in Österreich gewünscht und üblich ist, nämlich ein G, ein sogenannter Stoßstromfester FI. Ich wiederhole es noch einmal, Stoßstromfester FI. Der hat nämlich eine gewisse Zeitverzögerung drauf, der kommt noch aus dem Zeitalter der Leuchtstofflampen und der hat das sogenannte X. X war in Österreich immer die Kennzeichnung, dass der auch mit Nennstrom vorsicherbar ist. Das heißt mit 40 Ampere auch vorsicherbar. Hier scheiden sich die Geister und ist auch leider der Beipackzettel extremst verwirrend. Also ich habe jetzt im Prinzip die Schachtel, wo der Federstromschutzschalter eingepackt ist. Da hat es früher so schöne Heftchen gegeben. Das haben sie jetzt blöderweise hier auf der Verpackung aufgedrückt, ausgepackt. Und da ist auch früher ganz schön beschrieben gewesen, wie es rund um den Vorsicherungen aussieht. Jetzt haben wir das Problem, mittlerweile scheiden sich hier die Geister. Wir haben es noch gelernt in Österreich, dass wenn nicht eine spezielle Kennzeichnung auf dem Federstromschutzschalter ist, das heißt, da ist eben kein großes X oder thermisch, manche Hersteller haben auch thermisch draufstehen, war das für uns in Österreich ein Zeichen, dass dieser FI nur mit 25 Ampere vorsicherbar ist. Das hat mit der thermischen Auslösekennlinie einer Sicherung zu tun. Jeder Sicherungsautomat oder auch Schmelzsicherung hat den Faktor 1,45 für die thermische Auslösekennlinie. Also die 25 Ampere mal 1,45, dann sind wir Daumen mal Pi bei, ich glaube, 38 Ampere, hat genau gepasst. Aber da war schon immer der Streit Österreich versus Deutschland, dass die Deutschen das immer anders gesehen haben. Bei den Deutschen war das, ich kenne das aus der Praxis, immer scheißegal, steht 40 Ampere drauf, haben sie die auch mit 40 Ampere vorgesichert. Und wenn diese kleine Baugröße mit 45 mm war, ich kenne das auch von der Veranstaltung Stromverteiler, hat es ja den in dieser Größe auch mit 125 Ampere gegeben, was ein absoluter Wahnsinn ist. 45 mm Baugröße, hier 125 Ampere. Das hieß ja thermisch bis zu 180 Ampere, bis die vorgeschaltete Sicherung auslöst, zu verbauen. Natürlich sind die Veranstaltungsverteiler abgeraucht. Ein sehr namhaftes deutsches Produkt war das mit 4 Buchstaben, was ein jeder kennt und auch in der Politik ist. Ja, die haben da nicht so einen guten Eindruck gemacht, weil scheinbar hier die Österreicher anno dazu mal ein wenig mehr verstanden haben rund um diese Vorsicherung. Weil Achtung, das ist nur ein Schaltwerk. Ein Fehlerstromschutzschalter ist keine Sicherung. Das ist nur eine sogenannte Differenzstrommessung. Ja, die Vorgänger von dem Fehlerstromschutzschalter hießen noch Differenzstromwandler. Hier ist eine Spule drin. Ich werde jetzt noch schnell einen Wandler holen. So, das ist jetzt nur symbolisch, aber im Prinzip so eine Ferritkernspule ist in jeden Fehlerstromschutzschalter eingebaut, natürlich viel, viel, viel kleiner. Und dort sind im Prinzip von Eingang zum Ausgang alle Leitungen, in diesem Fall 4 Leitungen, einmal drüber gewickelt. Dann wird hier in diesen Eisenkern eine Spannung induziert, wenn die Summe nicht 0 wäre. Das heißt, wenn der Stromfluss, der was hier reingeht und hinten rausgeht, ja, nicht die Summe in dieser Spule dann 0 ist, ja, weil im Prinzip ein Leckstrom ist. Das heißt, irgendwo der Strom über einen Fehler beim Fehlerstromschutzschalter vorbeigeführt wird. Das heißt ja, wenn irgendjemand indirekt in einen Stromkreis kommt, muss der über der Erde abgeflossen werden. Sprich, hier ist die Verbraucherseite. Das heißt, der Strom kommt hier nicht mehr durch, sondern er nimmt über den Verbraucher, in deinem Fall, wenn du selber reinkommst, im Stromkreis einen Umweg. Und das erkennt im Prinzip diese eingebaute Spule, also das Ganze ist dann mal 4 gewickelt und dann gibt es noch eine kleine Steuerspule, das heißt die, was ja dann das Auslöseschloss versorgen muss. Ja, also da kann man reinschauen, wäre hochinteressant, wir haben das in der Berufsschule wirklich zur Gänze gelernt, war wichtig, aber was wir nicht in der Berufsschule gelernt haben und auch nicht in der Meisterausbildung, ich bin 2 Semester Meisterschule gegangen. Schockierenderweise haben wir über solche Sachen nicht ein Wort verloren. Wir haben uns vielmehr mit der ganzen Rechnerei um elektrische Berechnungen gekümmert. Aber so essentielle Geschichten, wie ich sie jetzt euch jetzt gerade zeigen möchte, sowas haben wir zu meiner Zeit in der Meisterschule auch nicht gelernt. Ja, ist traurig, aber ich habe es nicht gewusst. Erst das Video von Freunde des Stroms hat mich auf das aufmerksam gemacht und dementsprechend immer Obacht geben. Fehlerstromschutzschalter, wo oben Line draufsteht, sind einmal prinzipiell Arsch. Gehen wir aber jetzt noch zu diesen Amazon-Kollegen. Was ist da jetzt für uns von Relevanz?
Viele haben immer kritisiert, ja, da muss ja VDE draufstehen oder früher war es in Österreich, ist da ÖVE draufgestanden. Ja, Freunde, wir haben es drüben im Verteiler gesehen, da steht nichts ÖVE drauf, beziehungsweise die Norm war hier gebrandet, die 8101, beziehungsweise die Blödsinn 8601. Muss ja von der E-Norm, von der österreichischen kommen. Die steht zwar beim XGA drauf, aber wenn man Internetbestellungen macht, und wir haben ja dann das gleiche Produkt wie hier von Amazon, da steht gar nichts drauf. Da ist auch kein VDE oder ein Senelec. Senelec ist im Prinzip auch so eine Elektrovereinigung. Da steht nichts drauf. Das Einzige, was draufsteht, dass das einmal von Österreich ursprünglich der Name gekommen ist und dass er Gott sei Dank in Rumänien gefertigt wird. Das heißt, ein wenig made in Europe. Ah, da habe ich euch angelogen. Hier steht sogar VDE drauf. Angelogen. Also der Eaton hat das VDE-Zeichen. Ich habe das verzweifelt vorne gesucht. Also der Eaton hat das VDE. Das hat einmal der Dr. Volt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Was ist noch so ganz essentiell bei diesen Fehlerstromschutzschaltern? Der Typ A symbolisiert uns das Pulsstrom-Wechselstrom-sensitiv. Das heißt, er kann pulsierende Gleichfehlerströme messen. Die sind mittlerweile sehr gut, ich sage jetzt mal 8 Jahren vorgeschrieben und diese Vorschrift macht auch Sinn. Das heißt, alle Fehlerstromschutzschalter werden sogar noch heute im Baumarkt verkauft, die was nur dieses Wechselstrom-Symbol haben. Das heißt, AC, das ist schon lange verboten, weil wenn ein Schaltnetzteil PSU, also alles, was wir heute zu tun haben, diese ganzen LED-Leuchtmittel, sind ja alles sogenannte Schaltnetzteile, also elektronische Netzteile verbaut. Wenn das einen Fehlerstrom verursacht, das kann die Spule, die was da in diesen FI eingebaut ist, nicht messen. Also der ist blind. Ist auch der Grund, wieso ist dann diese Typ B. B steht für Allstromsensitiv. Erfunden geworden sind, die hat man primär mal mit der Elektromobilität, den E-Ladesäulen, Frequenzumformer und Co. entwickelt. Also der mit dieser Wechselstrom-Symbolik, der kehrt schon mal lange in die Mülltonne, wird heute noch als neu verkauft, furchtbar. Also das Typ A, das ist das Mindeste und das ist das Symbol, Wechselstrom-Symbol und eine pulsierende Gleichspannung soll das unten symbolisieren. Pulsstrom, Wechselstrom-sensitiv, das ist jetzt die Vorschrift. Hier haben wir dann noch die Angabe von diesem I-Delta N, das heißt, der hat 30 mA, was bei allen deutschen, schweizer, österreichischen Kollegen vorgeschrieben ist. Ich wiederhole, 30 mA für den Zusatzschutz für Steckdosenstromkreise. Also alles, was mit Steckdosenstromkreise bis einschließlich 32 Ampere zu tun hat, heißt 32 Ampere, 32 Ampere. Na, wo ist der Schraubinger? Ist vorgeschrieben seit eh und je, also seitdem ich schon in die Berufsschule gegangen bin, hat man uns das erklärt, aber immer wieder noch Schindluder, was getrieben wird, weil oft wird ein Nuller vergessen, dann ist ein 0,3er, die sind dann aber oft sehr günstig. Also hier mit dem Geld zu geizen, da geht es um deine persönlichen Sicherheit, diese Dinger sind daran schuld, dass wahrscheinlich einige hunderttausend Menschen weniger an Stromtote gibt, also sicher die Sicherheitsentwicklung schlechthin. Und diese Geräte sind auch schuld, dass viele Menschen den Respekt vor der Elektrizität verloren haben. Ja, immer wo auch etwas was Gutes dahinter steckt, geht dann schnell, werden die Leute dann risikofreudiger und sie vergessen dann auch immer, dass Strom tödlich sein kann, der elektrische Strom. Also Schuld ist jetzt vielleicht jetzt ein wenig der falsche Ausdruck, aber mir sind jetzt keine besseren Worte dazu eingefallen. Es ist einfach so, diese Dinger haben sicher Millionen Leben gerettet und wo sie nicht eingebaut waren oder sie nicht funktioniert hatten, hat es halt sehr, sehr, sehr viele Tote gegeben und über die sind halt leider keine Statistiken geführt geworden und ist das auch nicht großartig kommuniziert geworden. Dementsprechend so ein Fehlerstromschutzschalter, der rettet Leben und ist auch im Brandschutzfall optimal, wenn die Leitungen durchschmoren, damit keine hohen Ströme entstehen, weil wie gesagt, bei 30 mA löst er schon aus und da haben wir keine großen Lichtbögen wie bei unseren DC-Sicherungsanwendungen, wie wir sie da überall haben. Deswegen kritisiere ich ja immer das Ganze im Niedervolt-DC-Strombereich bei den ganzen Wechselrichtern, dass man das nicht unterschätzen darf. Da sind gleich ein paar 100 Ampere und Lichtbögen unterwegs. Dasselbe gilt auch bei den PV-Strings. Da werden wir auch noch Videos machen. Das ist alles keine Kleinigkeit. PV-Anlagen, das sind richtige Brandlasten. Also das wird oft massivst unterschätzt, wenn neue Technologien Einzug halten.
Was gibt es hier noch zum großartig erzählen? Diese minus 25 Grad, da sind die Mindestkennzeichnungen gerade im Baustromverteilerbereich, damit dieser auch bis minus 25 Grad ordentlich funktioniert. Weil Federstromschutzschalter können ja auch im Stromverteiler im Freien draußen verbaut sein. Du kannst diese Federstromschutzschalter alle auch, die vierpolig mit 230 Volt betreiben. Da müssen wir jetzt schauen, in diesem Fall, wie der Eaton das Ganze gerne hätte, dass das auch dann mit der Testtaste funktioniert. Also in dem Fall Pin 5 und 7 müsste die Versorgung sein für 230 Volt, dass die Testtaste dann auch funktioniert. Ich glaube, man sieht es sehr schön im Bild. Ist auch hier sehr schön jetzt da im Beipackzettel zum Erlesen. L1, L2, L3, N. Und hier jetzt bitte nicht wundern, es gibt Federstromschutzschalter, wo N auf der linken Seite ist. Also da ist Schneider Electric so ein Experte, das hat mit den Stromverschienungen zu tun. Da muss man auch oft Obacht geben, immer schauen, wo der N ist. Es gibt eben welche, wo der N auf der linken Seite ist und scheinbar gibt es auch laut diesem Bildchen von Eaton solche Serien. Hier steht es unten, Special Version N on the left. Also Eaton hat das auch im Programm. Das Einzige, wo ich nicht ganz schlau werde, ist bei Eaton das Ganze mit diesen Sicherungen, weil hier schreibt er maximal zulässige Vorsicherung 63 Ampere quasi für einen 63 Ampere FI. GL heißt Ganzleiterschutz, das sind diese klassischen DIAZ, NEOZ, diese kleinen und großen Schmelzsicherungen unter GL oder NH-Sicherungen haben sie auch GL. Sicherungsautomaten haben da andere Kennlinien, wobei die thermische Auslösung der Faktor 1,45 auch bei den meisten Sicherungsautomaten gilt. Ja, wie gesagt, da kann ich euch nur das nahelegen, was ich seinerzeit gelernt habe. War es sehr schön in dem Beipackzettel zu lesen. Und diese INC, das sind 10.000 Ampere, das heißt, man könnte hier mit 10 Kilo Ampere Automaten im Hintergrund theoretisch arbeiten. Das heißt, das Schaltwerk hat ein Schaltvermögen von 10.000 Ampere, was die Schaltkontakte aushalten. Hier gibt es natürlich massive Unterschiede bei den Preisen. Da gibt es noch welche mit 250 Ampere. Da muss man aber wieder sagen, wenn du mit einer GL-Sicherung, mit einer Schmelzsicherung vorgesichert hast, zeige ich euch einmal schnell so eine klassische NEOZ-Sicherung. Es gibt ja nicht immer so viele Zuseher, die was die ganze Zeit dabei sind. Aber im Prinzip, wenn du mit diesen Sicherungen vorgesichert hast, ist das immer nicht so schlimm, zwecks diesen Strömen, was da oben aufgedruckt sein muss. Weil natürlich, wenn du jetzt sagst, diesen FI hättest du jetzt da mit 40 Ampere vorgesichert und da haben wir einen Faktor 1,45, bist du bei 60 Ampere maximal zu erwartenden Strom, den was dir diese Sicherung drüber lässt. Das ist eine 20 Ampere Sicherung, also das vergessen wir jetzt, aber nur von der Idee heraus. Hier haben wir es auch wieder, das GG für Ganzleiterschutz wurde uns das seinerzeit verkauft. Und dementsprechend ist das mit diesen hohen Kurzschluss Strömen für ein Schaltwerk mit diesen 10.000 Ampere eher etwas, wenn du Hochleistungsautomaten im Vorzählerteil hast. Dieser lässt scheinbar sogar 6.000 Ampere drüber. Das ist dann oft sehr verwirrend. Ich muss da ein wenig selbst aufpassen, dass ich da jetzt keinen Mist erzähle. Fakt ist nur, diese ABB sind Weltmeister, was ich jetzt diesen Typ hier verbaut habe. Blödsinn, 25.000 Ampere, da steht drauf. Das heißt, der hat ein Schaltvermögen von bis zu 25.000 Ampere. Und das mit diesen 6.000 Ampere, das war irgendwie so eine Art Lichtbogenerkennung. Das ist auch das Symbol, das ist halt dieses Spezialfeature, was die ABB können. Also das heißt, würden deine Leitungsschutzschalter da oben noch irgendwie versagen mit diesen ABB-Dingern, würdest du der absolute Held sein. Das ist das, wieso das für diesen Produkt spricht. Das sind richtige Oschis, die kosten richtig Schweinegeld. Heute werden natürlich nur die Billigsdorfer verbaut. Aber diese hohen Ströme, was ich da auf den Federstromschutzschalter für ein Schaltwerk euch gezeigt habe, hat damit zu tun, wenn man mit solche Hochleistungsautomaten oder Leitungsschutzschalter arbeitet. Dieser hat hier 6000 Ampere Schalt. Also das heißt, er kann 6000 Ampere im Kurzschlussfall schalten. Und dieser Strom muss natürlich, weil natürlich immer ein Federstromschutzschalter vor den Sicherungsautomaten vorgeschaltet ist, auch das Schaltwerk aushalten. So, jetzt schließen wir noch schnell den Amazon-Schalter an. Gleicher Versuch jetzt mit dem Amazon-Schalter. Ich betätige diesen. Ich habe da oben die Spannung eingeschaltet. Mein Dying-Wert ist auf Smart. Ich fahre jetzt da mit dem Zoom-Rufe weg, damit man das schöner drauf hat. Die Lampe ist drauf. Ich fahre wieder rüber zu meiner Erdung und 1, 2, 3...
Wunderbar, ich habe jetzt zwar kein Lichtleuchten gesehen, klar, ist ein 30 mA, hat dann scheinbar nicht ausgereicht, da war es noch ein 100 mA, dementsprechend hat aber tadellos funktioniert, ich bin begeistert. Natürlich könnte man jetzt schlau mit dem Prüfkoffer messen, aber liebe Freunde, ich habe Prüfkoffermessungen so gänzlich in meinem Leben schon ohne Übertreibung 100.000 und mehr gemacht, das ist alles schön und gut, aber diese primitiven Messungen sind für ein Video wesentlich interessanter fürs Verständnis. So, und jetzt ist Zeit, dass wir noch schnell ein Insight zu diesem Dr. Volt Stromverteiler machen. Der ist aktuell hier oben zweipolig angeklemmt. Jetzt machen wir mal einen Test, wie er zweipolig funktioniert. Das heißt, hier ist nur diese Steckdose dann unter Spannung und machen wir dann einen klassischen Erdschluss, wenn die volle Versorgungsspannung drauf wäre. Das heißt, das ist jetzt unser Dr. Volt Verteiler. Das geht hier über diese Verlängerungsleitung hierher. Und da rein. So, ganz normal die 40 Watt Glühlampe als Verbraucher gesteckt, nur dass wir sehen, dass hier wirklich die 230 Volt drauf sind. Hier haben wir noch einmal unseren Freund Dr. Volt. Jetzt da schaut das schon schöner aus. Hier haben wir die 500 Ampere. Gut, wir haben es gesehen, der hat halt nur 500 Ampere, wo die anderen 10.000 Ampere haben, irgendwo muss ein kleiner Preisunterschied zustande kommen, das heißt, den würde ich eher nur mit Schmelzsicherungen vorsichern. Aber jetzt viel wichtiger, löst der Fehlerstromschutzschalter aus, ich glaube die Phase, und da Achtung, jetzt Obacht, jetzt auch aufpassen, die Gefahr ist immer hoch, dass man sich selber elektrifiziert. Nein, das war der Innenleiter, und jetzt da gehe ich hier auf die Erdung, Erdung ist angeschlossen, ja wunderbar, er ist gefallen. Noch einmal das Ganze. Also, kein Problem, er löst einmal aus, wie er auslösen soll. Das heißt, er ist normal versorgt mit Spannung. Natürlich könnte man auch mit Drehstrom rauffahren. Hier ist mir absichtlich darum gegangen, das zu zeigen, dass das auch mit 230 Volt genauso funktioniert. Das war die Idee. Und jetzt klemme ich hier den N-Leiter ab, lasse ich nur die Erdung drauf, den PE-Leiter. In diesem Fall haben wir bei den FI wieder dasselbe Szenario, es ist nur diese Beschaltung vorhanden. Hier bitte nicht nachmachen, weil würdest hier mit dem Finger raufgreifen, würdest du dich in Serie zu dieser Glühlampe reinschalten, da bekommst du ordentlich eine gewischt und da musst du bis zu 30 mA aushalten. Hier jetzt das Setting und jetzt geht es darum, wir haben hier nur die Phase, was diesen FI versorgt. Wir fahren rauf zur Erde, man sieht es. Wunderbar, also auch das wird hier bei den Dr. Volt FI geliefert, eine mechanische Auslösung, alles vorschriftenkonform. Sonst da gibt es ein wenig, außer dass er rechts oben haben wir das Pulsstrom-Wechselstrom-Sensitiv, die 25, minus 25 Grad, also alles da, was man sich wünscht. Nur das VDE oder ÖVE fehlt, das werden wir jetzt im Insight herausfinden. Warum bin ich so scharf auf diesen Artikel und habe ich mir gleich einmal richtig eingedeckt mit den Zeugs? Naja, dieser XGA natürlich ist stoßstromfest, der kostet bei uns 80 Euro und der kostet 95 Euro, ist glaube ich selbsterklärend. Aber jetzt rein mit uns. Also das Aufmachen ist hier keine Kunst, das ist ja liebevoll gelöst. Wir haben auch hier so ein kleines Scharnier, also da gibt es einmal überhaupt nichts zum Jammern. Und was ja wirklich cool ist, die Balls-Steckverbindungen sind mit Federzugtechnik, das heißt, hier haben wir kein Risiko, dass mit der Zeit die Schrauben locker werden. Ist wirklich geniale Hardware. Die 32er ist natürlich nur mit einer 4 Quadrat verdrahtet, aber ist verteilerintern auf der kurzen Länge okay. Jetzt machen wir noch schnell stichprobenartig eine Kontrolle, ob auch die ganzen blauen ordentlich angezogen sind, macht einen guten Eindruck, also alle Ehre, da kenne ich Markenhersteller, da kann man auch gut ein, zwei Gewindegänge nachdrehen mit dem Schraubendreher, alles soweit in Ordnung, hier meine Gummileitung, Anbauverschraubung, hier ist auch noch ein Qualitätssiegel drauf, wenn jemand reingeschaut hat, alles cool und das jetzt, Freunde, das ist das Schöne beim Balls, das ist ein bisschen weicher und wenn man das dann runterschmeißt, ist das wesentlich robuster, weil es so schön weich ist, gegenüber andere sehr bekannte Produkte auf dem Markt von den Mitbewerbern. Hier, wenn man jetzt eindringen kann, müssen wir schnell die Hutschiene, die was Gott sei Dank mittlerweile aus Metall ist, hier hat früher Dr. Volt noch aus Kunststoff gearbeitet, die ist jetzt Gott sei Dank aus Metall, diese schnell entfernen.
So, das war jetzt hier auch keine große Challenge. Also das ist im Prinzip hier so rangeschraubt. Das gibt man da so her. Dann hat man das ganze Gedärmewerk, was sehr spannend ist. Die Schiene ist aus Juni 2023. Ich habe den Verteiler jetzt auch schon ein paar Tage bei mir liegen. Also das Geschäft läuft scheinbar gut. Klar, bei diesem Preisgefälle. Und muss jetzt so das schnell auf die Seite geben. Hier haben wir nur von Dr. Wolt, das im Prinzip das auch in China gefertigt ist. Glaube ich, PRC heißt irgendwas mit China, soweit ich mir das erinnern konnte. Aber ich muss ja hier dann, ich möchte diesen Verteiler bei mir fix verbauen, diese Leitung abklemmen. Dementsprechend schraube ich ihn jetzt schnell runter von der Stromschiene. Vielleicht ist auf der anderen Seite noch irgendeine Bezeichnung oben auf dem Federstromschutzschalter. So, mal das abgeklemmt, weil hier kommt dann von mir noch die originale Zuleitung rein. Die ziehe ich dann raus, schaffe ich jetzt mit einer Hand nicht. Und da oben geht es jetzt weiter mit dem Federstromschutzschalter. Wo ich begeistert war, mir ist es gelungen, ohne den anderen Automaten diese lose zu schrauben, hier den Federstromschutzschalter zum Entfernen. Das haben sie gut gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was auf dieser Seite draufsteht. Keine Ahnung. Auch keine Ahnung. Aber ein ÖVE, Senelec oder VTE finde ich jetzt hier nicht. Aber ist nicht das gleiche Gehäuse. Wir sehen hier einen kleinen Unterschied. Also kann man hier nicht auf locker trocken die miteinander kombinieren. Ich schaue jetzt dann auch, wenn ich ein Stück raufgehe, wenn man das Ganze jetzt mit der Hutschiene hier sich anschaut. Nee, also ich kann jetzt die Eaton nicht kombinieren mit dem Dr. Wolt. Das ist ein anderes System. Dementsprechend dürfte das auch ein anderes Brand sein. Ja, bis auf ein fehlendes VDE gibt es hier aber nichts zum Jammern. Wir haben sie auch mit dem Prüfkoffer gemessen. Die Auslösezeiten waren, ich glaube, jetzt irgendwo bei knapp 40 Millisekunden für den Federstrom. Und wir hatten im Typ A-Bereich sogar die, also 33 mA mit der Messfunktion Typ A und 27 mA hatten wir gemessen im AC-Bereich. Da hatten wir zwei Messmethoden im Typ A-Fehlerstrombereich, also dieses Push-Strom-Wechselstrom-Sensitive. Hat der Federstromschutzschalter wie alle, auch die Eaton, spannenderweise, konnte mir bis heute auch keiner erklären, haben in der Regel gut 33 mA mit unseren Prüfgeräten immer gehabt. Im AC-Bereich lösen beide Produkte im Bereich um die 27 mA aus. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen Elektrokollegen, der was mich hier ein wenig aufklären kann, warum das Ganze so ist, dass im Typ A-Bereich es scheinbar zulässig ist, über 30 mA Fehlerstrom zu haben. Ja, was hält ihr von dem guten Stück? Ist das für was? Also ich muss mal sagen, ich habe jetzt nicht ganz so Kopfweh, bin ja auch ein wenig bei Geiz ist geil dabei. Die Sicherungsautomaten haben, glaube ich, 6000 Ampere Kurzschlussstrom, also Kurzschlussfestigkeit. Also hier kann nicht alles verhaut sein. Freunde, 95 Euro, Wahnsinn, oder? Da 2,16er, 32er, großartig das Ganze. Federstromschutzschalter hat eine mechanische Auslösung. Herzversilster mehr. Ich glaube, da kann nicht alles verhaut sein, aber trotzdem bin ich gespannt auf eure Kommentare. Also hier ist einmal ein Federstromschutzschalter, wo du sicherlich nicht gleich tot sein wirst. So, liebe Freunde, ich hoffe, ich konnte euch das eine oder andere zeigen im Bereich von den Produkten von Dr. Wolt, die was fürs Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nur, sorry, gestört sind. Also 95 Euronen zurzeit ist kein Geld. Ich hatte den ersten Verteiler um 160 Euronen gekauft. Also bis 200 Euro ist so ein Verteiler sowieso immer ein Geschenk. Wenn ich mir so ein Produkt vom PCE hole, das ist bei uns der österreichische Platzhirsch, ist fast knapp bei den 300 Euro. Also irgendwo muss ich sagen, schaut mal gerne mal rein. Auch PCE hat gebrandete Sicherungsautomaten. Weiß man auch nicht am Endertag, was drinnen ist. Also Dr. Wolt macht jetzt nicht so einen schlechten Eindruck. Und das Wichtigste, was eben der Kanal Freunde des Stroms gezeigt hat, was ich euch heute in diesem Video wieder zeigen durfte, ist, dass es ich selbst nicht wusste, dass ein Fehlerstromschutzschalter auch auslösen muss, wenn nur eine energieversorgte Ader da angeschlossen ist. Ich gebe es ehrlich zu, ich bin ein alter Hase. Viele haben mich auch schon im Stromolymp ganz oben angesiedelt. Ich habe es in meinen 27 Jahren Berufsjahren nirgendwo erfahren dürfen. Ich musste auf YouTube ein Video posten, ein Produkt posten, wo mir ein ganz freundlicher Zuseher darauf hingewiesen hat. Ich sage danke den lieben Zuseher. Ich habe natürlich immer wieder, schaue ich, dass ich die Links von euch auch ansehe, soweit mir die Zeit reicht. Und dann bin ich eben auf das Video von Freunde des Stroms gekommen. Großartig gemacht. Ich glaube, Markus heißt da, glaube ich, der Kanal von Freunde des Stroms. In diesem Sinne, liebe Grüße von einem Berufskollegen.
Kollegen zurück. Gut gemacht. Der hat dann nämlich dann mit einer Babylux-Lampe das auf den Bauch gemacht. Es ist ja ganz schwierig, das Ganze zu filmen. Ich hoffe, ich habe euch heute ein wenig was zeigen können. Aber jetzt genug der Worte. Das wurde ja wieder mal ein sehr langes Insight und auch Behind the Scenes rund um der mechanischen Auslösung von Fehlerstromschutzschalter. Wir sehen uns das nächste Mal. Euer Mr. Mining. Tschüss. Baba.